shake it down. Oh Gott, scheiße. Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy, und ich habe ein neues Video für euch am Start. Und zwar Rockstar hat wieder ein neues Event ins Leben gerufen. Diesmal geht es keine Woche, sondern nur von heute bis zum Montag, bis zum 3. Oktober, also einen Tag vor dem Bikers DLC. Und dort gibt es wieder richtig fette Rabatte, was so die Leute wahrscheinlich animieren sollte, richtig viel Geld noch auszugeben, weil die Rabatte, wo es dort gibt, sind wirklich so ziemlich auf die teuersten Sachen, wo es überhaupt ein GTA 5 gibt. Und da würde ich euch wirklich nur empfehlen, die Sachen zu kaufen, wenn ihr sie wirklich haben möchtet und die Sachen nicht kauft, nur weil es jetzt gerade im Angebot ist. Also wirklich alle Rabatte, die ich euch jetzt gleich vorlese, nutzt die wirklich nur, wenn ihr eh sowieso vorhabt oder hattet, die zu kaufen. Weil sonst, das Biker DLC, denke ich, dass es relativ teuer wird und ihr werdet das Geld wahrscheinlich noch später besser investieren oder ja, das Geld auf jeden Fall noch brauchen. So, jetzt kommen wir mal zu den Rabatten. Was gibt es denn alles Neues? Und zwar, es gibt 50% auf alle Lagerhäuser von den CEO. Dann gibt es 50% Rabatt auf die Büros, 25% auf die Ausstattung der Büros, 25% auf die oder auf den Kauf von Spezialfrachtkisten, 25% Rabatt auf die Upgrades der CEO-Fahrzeuge, aber ich glaube nicht auf alle, sondern nur auf den Cobain 800, das ist der komische hässliche Flieger, auf den Brigade und auf den Hafenschlepper. Ich wusste nicht mal, dass man auf den Hafenschlepper ein Upgrade machen kann. Ja, wie auch immer. Die Upgrades, die könnt ihr in euren Lagerhäusern an der Werkbank upgraden. Dann gibt es noch einen gelben Pyjama und einen gelben Schlafanzug oder Schlafanzugsoberteil. Wenn man sich von heute bis zum Montag eingeloggt hat in GTA Online, dann bekommt man es gratis. Zusätzlich gibt es noch 50% Rabatt auf die Limousine bordgeschützt von der Marke Benefactor aus dem Hause Pegasus. Dann gibt es noch 25% auf alle Modelle von dem Swift und von dem Luxor. Also da gibt es ja jeweils immer noch die Deluxe-Version, die extrem teuer ist. Dann gibt es 25% Rabatt auf die neuen Cunning Stuntsteel C-Fahrzeuge, und zwar den RE7B, auf den ETR1 und auf den Tyrus. Zusätzlich gibt es noch 25% Rabatt auf alle Motorräder. Dann gibt es noch richtig fette Rabatte für die Pegasus-Anforderungsdienste und für die Lester- und Merryweather-Dienste. 50% Rabatt, also wenn ihr da jetzt mal die Cops loswerden wollt, dann könnt ihr richtig viel Geld sparen, wenn ihr da Lester anruft. Naja, okay. Zusätzlich gibt es noch doppelt RP. Ich weiß nicht, warum nicht doppelt Geld und nur RP. RP ist so uninteressant, sondern ja, aber ich lese es euch trotzdem vor, was es dazu gibt. Und zwar, es gibt doppelt RP auf die CEO- und VIP-Jobs, also das heißt die Herausforderungen und die Aufträge, wo es da gibt, gibt es doppelt RP und auch für die Leute, die in der Nähe von dem VIP und CEO sich aufhalten. Zusätzlich gibt es noch doppelt RP für die Heists. Oh, wieso doppelt RP? Doppelt Geld. Geld brauchen wir. Und es gibt ein neues Premium-Rennen mit dem Namen Nachtbrenner. Und dort gibt es halt wieder für den Erstplatzierten dreifachen RP und 100.000 GTA-Dollar, für den Zweitplatzierten 30.000 GTA-Dollar und für den Zweitplatzierten 20.000 RP. Nicht RP. 20.000 Dollar. So. Und für alle anderen, die gehen leider leer aus. Um an den Rennen teilzunehmen, muss man 20.000 Dollar investieren. Das heißt, wenn ihr Platz 4 seid, dann ja, geht sie auf jeden Fall leer aus und habt 20.000 Dollar in den Sand gesetzt. Wenn ihr allerdings gewinnt, habt ihr einen Gewinn von 80.000 Dollar gemacht. Das heißt, für die Leute, die relativ gut Auto fahren können oder Rennen fahren können, würde ich es euch auf jeden Fall empfehlen, das noch zu machen. Und ja, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe natürlich, dass ihr da jetzt keinen Scheiß kaufen werdet und die Rabatte jetzt einfach mal bis zum Montag auslassen würdet, weil das Biker-DLC, ich glaube trotzdem, dass es extrem teuer wird. So, das war's auf jeden Fall von dem Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn es so ist, dann lasst mir ein Like da. Wer neu auf meinem Kanal ist, kann mich natürlich abonnieren. Ich bin raus. Ciao, Jungs. Haut rein. Macht's gut. Euer Zeddy.